Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Uni hier und herzlich willkommen zum ersten World of Warships Legends Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, dieses Video ist in Zusammenarbeit mit Wargaming entstanden. Das Ganze ist auch eine bezahlte Produktplatzierung, das möchte ich nicht vorwegnehmen an dieser Stelle. Ja, Leute, World of Warships Legends ist ein kostenloses MMO-Spiel, also Multiplayer Massive Online Game, welches ihr euch kostenlos für die Konsole downloaden könnt. Und ja, an dieser Stelle erstmal vorweg, ganz wichtig zu sagen, das Spiel ist kein portiertes Spiel, was von der PC-Version übernommen worden ist. Nein, es ist ein komplett eigenes Spiel, was auf der Konsole rausgekommen ist. Also es hat nichts mit der PC-Version zu tun, sondern ist ein komplett neu entstandenes Spiel. Das heißt, hier wurde nochmal neue Liebe in das Spiel gesteckt und das werden wir auf jeden Fall gleich mal austesten. Bevor es aber hier gleich losgeht ins Gefecht, Leute, werde ich euch noch hier ein paar Sachen im Menü erklären. Aber ich denke mal, der Titel World of Warships Legends spricht schon für sich, worum es hier in dem Spiel geht, nämlich um Schiffe, um Kriege, um Gefechte, die man führt. Denn ihr spielt hier gegen Leute aus aller Welt. Und ja, ich will euch noch nicht zu viel verraten. Bleibt auf jeden Fall dran, denn gleich wird es auf jeden Fall noch richtig abgehen. Ihr könnt euch, wie gesagt, das Spiel kostenlos downloaden. Und da würde ich euch bitten, wenn ihr das mit dem Link in meiner Videobeschreibung tut, weil damit supportet ihr mich. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Und ich erkläre euch mal eben, wie das funktioniert. Ihr klickt auf den Link drauf, dann kommt ihr nämlich auf diese Seite. Hier steht kostenlos spielen für die Xbox, für die PlayStation. Dann klickt ihr einfach zum Beispiel hier auf die PlayStation drauf, werdet weitergeleitet und könnt euch das Spiel hier kostenlos downloaden. Aber es gibt natürlich auch noch zwei weitere Pakete, nämlich Deluxe und Ultimate. Die kosten aber was, Leute. Ihr könnt natürlich auch eure Schiffe aufwerten. Hier seht ihr meine Schiffe, die ich habe. Ich habe jetzt gerade die Ultimate Edition und da habe ich zum Beispiel diese vier gelben Schiffe, die ihr sehen könnt. Aber wir können zum Beispiel auch sehen, hier der Albani. Hier drücken wir mal Viereck drauf und dann können wir das Schiff ganz easy einfach verbessern. Ihr könnt hier draufklicken mit Viereck. Dann kommt ihr nämlich auf dieses Menü. Aber das habe ich noch nicht freigeschaltet. Hier muss man erstmal natürlich ein bisschen leveln und sowas. Aber ich will euch damit nur zeigen, das ist hier kein Pay-to-Win. Ihr könnt euch auch ganz einfach eure Waffen, eure Spezifikationen freikaufen mit Ingame-Währung. Und die bekommt ihr natürlich auch kostenlos dazu, wenn ihr euch die Premium-Version runterlädt. Denn die ist ja zurzeit kostenlos. Dort kriegt ihr dann Ingame-Währung gratis dazu. Ihr bekommt Premium-Tage dazu. Und ihr bekommt ein Kriegsschiff dazu. Und wie gesagt, ihr könnt euch die Schiffe nach und nach verbessern. Aber wer natürlich direkt mit dem Heftigsten reinstarten will, der sollte sich dann die Ultimate oder Deluxe Edition zulegen. Denn da kriegt man zum Beispiel dieses fette Ding hier, was ich gerade in der Hand habe, beziehungsweise zu sehen habe. Und ihr könnt auch sehen im Hintergrund, die Grafik sieht schon mal echt Bombe aus. Ihr wisst ja, ich bin einer, den kann man überzeugen von der Grafik, wenn das Wasser gut ist. Und hier seht ihr, das Wasser sieht einfach richtig geil aus. Und ich werde jetzt gleich gemeinsam mit meiner Freundin reinstarten ins Gefecht. Und dann gucken wir mal, was da so abgehen wird. Aber wie gesagt, Leute, tut mir einen Gefallen. Ladet euch das Spiel über meinen Link in der Videobeschreibung runter. Erster Link, wie gesagt, kostenlos. Testet es einfach mal aus. Ihr müsst euch ja nicht direkt dies und das dazu gönnen, sondern testet es einfach mal aus. Nehmt hier die Schiffe, die ihr zur Verfügung habt und startet rein ins Gefecht, Leute. Wie gesagt, damit supportet ihr mich. Und jetzt würde ich sagen, geht es rein ins Gefecht. So, Leute, meine Freundin ist auch schon am Start. Hallo. Ja, und zwar werden wir beide jetzt ins Gefecht ziehen. Ich habe mir jetzt ein Schiff rausgesucht, ein Premium-Schiff Level 3. Sie hat ein Schiff, was Level 2 ist und kein Premium-Schiff ist. Weil ich wollte erstmal gerade hier mein Level 4er Schiff nehmen, aber da stand, dass das dann nicht möglich ist, weil die Schiffe dürfen sich nicht um zwei Level unterscheiden. Ist ja auch irgendwie verständlich, wenn man Level 1 ist und tritt gegen ein Schiff an, was Level 4 ist, hat man ja so gut wie keine Chance. Und ich würde sagen, wer mehr Kills macht, wer mehr Schiffe versenkt, bezahlt den nächsten Großeinkauf, oder? Ja, ja, du willst nicht immer duellieren. Du hast den letzten noch gar nicht gezahlt. Ach ja, stimmt auch wieder. Aber ja, wir gucken mal, mehr Schaden errichten. Man kann auch sehen, wie viel Schaden ist. Ich werde euch gleich im Spiel ein bisschen mehr erklären, worum es hier geht, was das Ziel überhaupt des Spiels ist. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt ab ins Gefecht, Leute. Let's go. So, wir sind jetzt auch schon im Gefecht drin. Guckt euch mal die Grafik an. Das sieht auf jeden Fall mega nice aus. Vor allem das Wasser gefällt mir übertrieben. Bist du gerade hier neben mir, Schatz? Du bist, glaube ich, der Grüne, ne? Wenn wir in einem Squad sind, bist du grün, oder? Ja, genau. Ja. Okay, und ihr könnt jetzt hier oben links die Karte sehen. Und zwar ist es das Ziel, die gegnerische Basis, sage ich mal, zu erobern. Und das schaffen wir, indem wir dort eindringen. Und wir können es natürlich auch so machen, dass wir das Spiel gewinnen, indem wir alle gegnerischen Kriegsschiffe ausschalten. Das ist natürlich Option B. Das Ganze geht 15 Minuten. Da steht gerade 304 zu 304, weil noch keiner in irgendeine Basis eingedrungen ist. Sonst könnt ihr hier unten die verschiedensten Sachen sehen. Wir können mit Pfeiltasten nach links unser Schiff reparieren, falls es in Brand entstehen sollte. Man hat noch drei Medikits hier zur Verfügung. Und. Okay, wo lang fährst du denn? Lässt du mich schon alleine? Du schießt einfach, du bist doch Rille, ey. Was machst du? Komm mal mit mir, komm mal mit mir. So, ja, ich komm. Mit X geben wir Gas. Boah, die Schiffe sind echt
Boah, das ist echt hart mit dem Lenken, Leute. Aber ist ja auch realistisch, ne? Normalerweise kann man ja nicht einfach so ein Schiff komplett nach rechts lenken. Ich knall gleich gegen den Berg hier, ey. Scheiße. Okay. Aber wir sollten auf jeden Fall zusammenbleiben. Das ist, denke ich mal, die beste Angelegenheit, hier die Gegner platt zu machen. Mit 4 können wir unsere Waffen wechseln. Wir können Panzer brechen. Wir können Sprenggranate auswählen. Ah, das war jetzt nicht so gut, dass ich das gemacht habe. Es dauert das wieder 30 Sekunden. Mama mia, ey. Okay. Natürlich können wir auch hier die Knoten einstellen, wie schnell das Schiff ist. Ich habe alles auf Full gestellt. Mit Kreis können wir das Ganze ein bisschen verlangsamen. Wir wurden entdeckt. Scheiße, wir wurden entdeckt. Mit L2 zielen wir. So, wo sind die Gegner? So, ich glaube, da hinten ist eins, ne? Ja, da hinten, das ist hinter dem Berg. Wenn wir jetzt L2 drücken, dann können wir quasi die Entfernung sehen. Rechts, 9 Kilometer. Und dann sehen wir noch, wie lange der Schuss braucht, bis er dort ankommt. So, okay. So, wir sollten jetzt langsam vorrücken, Schatz. Wo bist du? Bist du hinter mir? Ich bin hinter dir. Ja, perfekt. Okay, dann lass uns mal langsam in deren Basis vorrücken. Was braucht aber die, denn? Die kommen. Oh, oh, ich wurde angeballert da hinten, okay, aus 8 Kilometern. Aus. Scheiße, das Schiff steht. Warte. Oh, hinter dir? Richtige Schütz aus. Scheiße, ich muss mich ein bisschen zur Seite drehen. Die schießen auf mich. Fuck, ich bin jetzt gerade. Nein, nicht gut, das ist nicht gut. Ich werde abgeballert. Das ist nicht gut, ich brenne. Jetzt kann ich Pfeiltasten nach links, kann ich mein Schiff heilen. Sag ich mal. Ich habe einen getroffen. Stark, stark. Das eine bewegt sich. Guck mal, jetzt müsst ihr ein bisschen weiter nach rechts ziehen, damit der Schuss auch ankommt, Leute. So, jetzt gehen die Schüsse los. Vielleicht kommen die an. Jawohl, die haben gesessen. Die haben gesessen, oder? Mama mia, Alter. Am besten ist es in dem Spiel immer in Bewegung zu bleiben, weil dann ist es für den Gegner auch umso schwerer, die Schüsse abzufeuern. Weil man muss immer ein bisschen mehr nach rechts schießen. Zum Beispiel jetzt hier. Man sieht, der Schuss dauert 4 Sekunden, bis er da ist. Da würde ich sagen, schieß mal hier hin. Wir müssen noch ein paar Sekunden warten, ein paar Sekunden. 6, 5, 4. Okay, der kann kommen, Leute. Guckt euch das jetzt an. Guckt euch diesen Schuss jetzt an. Warte, 3, 2, 1 und... Warte, lasst euch mal... Meine Dinger müssen sich drehen. So, der könnte kommen. Der könnte kommen, Leute. Achtet drauf. Boom, die haben gesessen. Aber der hat echt ein krasses Schiff da drüben. Oh, oh, einer ist direkt hier vor uns, vor uns. Schatz, siehst du den? Ja, ja. Oh, oh, mein Schiff ist wieder am Brennen. Scheiße. Lalalala. Aber meine Kanonen sind voll ausgerichtet. Knapp drüber. Man braucht natürlich etwas Zeit, Leute, bis man in das Spiel komplett reinkommt. Oh, 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 Torpedos voraus. Ach du Scheiße, die haben es voll auf mich abgesehen, ja. Ich bin zerstört. Also die haben mich platt gemacht. Die haben mich platt gemacht. Ich räche dich. Eieieiei. Ich wechsle jetzt mal zu dir rüber. So, jetzt habe ich das Schiff von meiner Freundin ausgewählt. Sie ist jetzt gerade ganz unauffällig am Versuchen, in die feindliche Basis einzudringen. Also erinnert natürlich an Capture the Flag, ne? Also ganz einfach das Spielprinzip zu erklären. Beginn, Basis... Ach du Scheiße, die ballern ja von allen Seiten auf dich. Ja. Aber du hast immerhin noch fast volles Leben, ne? Du hast noch fast volles Leben. Also irgendwie bin ich schlank und rank und mogel mich sehr durch. Ja. Sie dringt da einfach durch. Aber ja, Leute, nächste Runde, da werden wir ein bisschen besser vorgehen. Das war ein bisschen blöd, dass wir da jetzt einfach so schnell in die Menge gerast sind. Aber sie ist jetzt gleich schon mal auf jeden Fall in deren Basis eingedrungen. So, meine Freundin ist jetzt drin in der Basis und versucht die ganze Basis hier einzunehmen mit dem anderen Schiff. Da ist noch ein weiteres Schiff drin. Die Gegner sind natürlich auch am Versuchen, in unsere Basis einzudringen. Ganz oben seht ihr natürlich, wie viele Schiffe noch leben. Es leben 3 Schiffe bei uns, die schwarz sind, die sind komplett ausgeschaltet. Und im Gegnerteam sind jetzt noch 5 Schiffe, also 5 gegen 3. Die haben eine kleine Überzahl gegen euch. Das wird, glaube ich, nicht so einfach werden. Man bleibt auf jeden Fall immer in Bewegung. Vielleicht schafft das ja meine Freundin. Du kannst dich vielleicht heilen. Guck mal, ob du Pfeiltasten nach links machst. Da ist Feuerlöcher. So, meine Freundin wird jetzt von 2 weiteren Schiffen attackiert. Versuch mal ein bisschen zurückzuballern. Boah, geile Explosion hier. Eieieiei. Na, jetzt bist du von der Seite angreifbar. Das ist nicht gut. Sie hat noch 16.000 Leben. Das könnt ihr unten links sehen. Hier muss man natürlich versuchen, so gut es geht, taktisch vorzugehen. Eieiei, 8.000. Boah, die bombardieren dich jetzt von allen Seiten. Du hast auch keinen mehr da gerade, der dir hilft. Der andere Kollege ist weg. Der ist am Arsch der Welt. Ja, und das meine ich ja. Guck, wenn man zu zweit vorgeht, hat man natürlich die besseren Karten. Okay, Leute, wir sind jetzt wieder im Menü. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal mein Schiff ein bisschen aufpumpen mit Viereck. Und dann werde ich mal hier im dritten Slot, kaufe ich mir die Antriebsmodifikation, damit unser Schiff mal ein bisschen schneller wird. Ich hoffe, dass mein Schiff nicht Level 4 erreichen wird, weil dann haben wir das Problem, dass ich ein anderes nehmen muss. Aber es ist noch auf Level 3, deshalb kaufen wir mal hier alles dazu. Und jetzt haben wir auf jeden Fall unser Schiff ein bisschen verbessert und es ist immer noch auf Level 3. Und ich würde sagen, es kann ins nächste Gefecht losgehen. Let's go! So, Leute, die nächste Runde geht los.
ich wollte euch eine Sache noch erklären. Und zwar könnt ihr sehen, ganz unten in der Mitte, seht ihr ja mein Schiff und die Kanonen, die drauf sind. Wenn es weiß ist, heißt es, die Kanonen sind gefechtsbereit. Zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt nach links schaue, müssen die sich erstmal alle umdrehen, bis ich die benutzen kann. Weil wenn ich jetzt schießen würde, geht's nicht. Erst wenn die sich komplett drehen. Und das braucht halt auch seine Zeit. Das kann man sich aber nach und nach verbessern. Ich mache mein Schiff ein bisschen langsamer. Das ist das Gute, dass man das einstellen kann. Weil mein Schiff ist deutlich schneller als das von meiner Freundin. Jetzt sind wir ungefähr auf gleichem Tempo. Und jetzt gibt es drei Positionen, die wir erobern können. Manchmal sind es zwei, manchmal sind es drei. Okay, wir zwei sind jetzt so ziemlich alleine hier am Fahren. Ja, manche gehen zu A, manche gehen zu C. Und ja, viele gehen zu C, ne? Also wie gesagt, ich kenne mich auch noch nicht perfekt aus mit allem. Aber so ein Grundverständnis ist auf jeden Fall da. Muss ich auch ein bisschen reinfuchsen. Ich mache mein Schiff ein bisschen schneller. Deins geht ja richtig ab. Ich mache mal jetzt auch meinen volle Knoten voraus, ey. Let's go. Da links ein Welchen, 7 Kilometer. Oh, der ist direkt vor uns. Ja, das wird schwer sein, den zu treffen, Leute. Man muss ja auch ein bisschen richten. Ich versuche es jetzt mal. Vielleicht kann der ankommen. Der kommt gut und der sitzt. Jawohl. Aber der hat nicht viel Schaden. Boah, der hat ja richtig viel Schaden bekommen. Hast du den gerade so getroffen? Nee, ich habe gerade erst geschossen. Okay, den hole ich mir, Leute. Müssen kurz warten. Und jetzt, der kann kommen. Da kommt noch ein zweites hinterher, der muss treffen. Aber die Kugeln, die knallen nicht so ein. Ich sollte mal vielleicht die Sprenggranaten benutzen. Die sind, glaube ich, besser als die Panzer. Oh, wir kollidieren, Schatz. Wir sind eins jetzt geworden. Zwei. Ja, oh, geh mal weg, du schießt gleich dein Schiff ab. Nein. Hallo. Oh. Oh, Mann, ich kann nicht zielen. Das ist doch nicht wahr. Ich war in meinem Fernrohr. Hey, Leute, wenn ich jetzt schieße, ich mache ihr Schiff kaputt, ne? Das ist doch nicht normal. Aber wo soll ich denn hin? Oh Gott, ich werde getroffen. Guck mal, ich bin ein Schutzschild. Danke. So, jetzt habe ich den anderen in Sicht. Den holen wir uns jetzt, weil der kommt an und boom! Der muss doch mal kaputt gehen. Jawohl, gleich ist er weg. Der eine ist gleich weg. Jetzt ist er weg, komm. Oh, ich bin am Stehen. Ich sollte mal wieder ein bisschen schneller vorausfahren. Jawohl, das eine Schiff ist kaputt. Ich wurde auch getroffen. Meine Güte, hier geht's ab. Okay, 2 Sekunden, 1, 2. Meine Kanonen müssen nicht noch drehen, Leute, sonst kann ich nicht schießen, habe ich euch ja gerade gesagt. Wir können jetzt nur die hinteren benutzen. Ah, jetzt gerade können wir noch gar keine benutzen. Nicht gut. Die gehen in Führung. Okay, perfekt. Wow. Eroberungsbereich. Ich hab mal ein bisschen durchgeschossen. So. Aber wir sind gut im Bereich, ne? Also ja, wir sind sehr gut im Bereich. Oh, da kommen Torpedos. Kommen. Oh ja. Gott, wo soll ich hin? Hilfe! Aber mich trifft keine, glaube ich. Mich treffen alle. Oh. Da hinten kommt das andere Schiff. Meine Kanonen sind noch nicht ausgerichtet. Das ist nicht gut. Oh Gott. Bist du das hier neben mir? Ja, ne? Ja. Oh Mann, ja, jetzt drehen wir uns. Das ist nicht gut. So, jetzt drehen sich meine Kanonen und jetzt kann ich draufballern. Bam, Junge, let's go. Jawohl, den haben wir getroffen, aber der hat ganz schön viel Leben. Ich werde den jetzt... Oh, der hat mich richtig hart getroffen. Schatz, lass uns den nehmen hier, den Wakataki. Come on. Hilf mir. Ich habe den einen guten Hit gegeben von der Seite. Müsste ich erst ausrichten, meine Kanone. Nein. Komm, schieß drauf. Der ist gleich weg vom Fenster, Leute. Der ist gleich weg. Den hol ich mir. Jawohl. Stark, Schatz. Oder wer schießt da? Und jetzt, bam. Einmal treffen, der ist weg. Komm. Siehst du den hier vor mir? Der weiß nicht, was er machen soll. Den haben wir gleich. Ja. Oh, Torpedos, mein Leben ist gleich weg. Ich will mir den aber holen. Ja, ich hab ihn. Jawohl, Leute, guck mal links. Ich hab ihn geholt. Mein Leben ist aber gleich weg. Ich muss jetzt schnell full machen und hier weg. Oh. Die Gegner haben nur noch zwei Schiffe. Komm, das kriegen wir hin. Zwei Schiffe haben die noch. Mein Leben. Wer macht den Feuerlöscher? Nebelwerfer gestartet. Scheiße, ich bin aus dem Bereich raus. Das ist nicht gut. Unser Sieg ist in Sicht. 6 Kilometer ist das eine Schiff entfernt. Wir können ja mal versuchen, von hier drauf zu ballern, aber... Ja, das ist das letzte Schiff. Das letzte Schiff, Leute. Okay, komm. Ja. Das konfrontieren wir jetzt. Wir müssen jetzt mal hier drehen. Stopp. Wir machen mal Stopp. Boah, das ist echt nicht einfach, hier mit den Schiffen sich zu bewegen. Muss man sich erstmal noch dran gewöhnen. Oh nein. Ich brenne und ich kann meinen Feuer löschen. Komm mal, nach rechts. Ich werde gleich sterben. Oh, nein. Ich habe aber guten Hit gegeben. Ich knall gleich hier rein. Oi. Komm, dreh. Das ist ja wie bei der Titanic hier. Muss man auf jeden Zentimeter achten. Komm schon. Wir haben gewonnen. Sehr gut.
Meine war Güte, ein schönes Spiel. Ja, einen habe ich geholt wenigstens. Es geht nicht darum, hier immer die Kills zu erzielen, sondern mit seinem Team zu gewinnen. Und ich würde sagen, aller guten Dinge sind drei. Eine Runde starten wir noch rein. Let's go. So, für das dritte und letzte Gefecht werde ich den Arkansas nehmen. Das ist nämlich ein Schlachtschiff. Das hat ein bisschen mehr Durchschlagskraft, würde ich mal sagen. So, und das werden wir vorher nochmal schön aufbessern. Dann haben wir noch vier Slots. Und ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt mal hier ein paar Sachen dazu. Ihr könnt hier links sehen natürlich, was alles verbessert wird. Zeit bis volle Leistung bei Beschleunigen erreicht wird. Schadensbegrenzung, Feuerdauer, Dauer des Wassereinbruchs um minus 15% gesunken. Das kaufen wir uns auf jeden Fall mal alles mit dazu. Und dann können wir das Ganze für das Schiff hier auch verwenden. Boah, 2 Millionen. Okay, das ist viel, 2 Millionen. Was kann das, was macht das besser? Sichtweite, Sichtbarkeit. Okay, komm, für die letzte Runde, da hauen wir nochmal auf die Kacke. Jetzt haben wir keine vielen Münzen mehr. Vielleicht noch reicht es aus. Nee, reicht nicht. Aber ich werde jetzt das Schiff nehmen fürs letzte Gefecht. Und dann würde ich sagen, starten wir rein, Leute. So, Leute, jetzt geht's rein ins dritte und letzte Gefecht. Der Kampf hat schon begonnen. Es gibt wieder drei Positionen, die man erobern kann. Da hinten ist ein Schiff, 9 Kilometer weg. Das ist schon fast... Aber das zu treffen... Oh Gott, Leute, wir schießen mal hier hin. Vielleicht, vielleicht. Aber guck mal, hat nichts gebracht, aber es wurde geholt. Perfekt, es wurde geholt, perfekt. Diese Torpedos, da muss man echt drauf aufpassen. So, wo bist du? Du bist links neben mir, ne? Okay, lass uns mal versuchen, gut zusammen zu bleiben. Wir wurden auch entdeckt übrigens. Nicht gut. Unser Team hat die Führung übernommen. Okay, da hinten ist der Kuma. Der ist am nächsten. Ich würde sagen, nachdem wir hinter dem Berg sind, können wir den angreifen. Siehst du den, diesen Kuma? Ja, du siehst, glaube ich, dabei. Auf den. Ja, perfekt. Wir müssen noch unsere Kanonen richten, Leute. Seht ihr ja unten. Jetzt sind alle perfekt gerichtet, um den abzuballern. Ich würde sagen, wir schießen mal hier hin. Wenn der ankommt, ich fresse einen Besen. Ja, guck mal. Zu weit nach vorne. Zu weit nach vorne. Das ist das Ding, Leute. Man muss das alles noch ein bisschen besser einschätzen können. Ja, ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Aber den sollten wir uns jetzt schnappen, weil der ist, glaube ich, komplett alleine, oder? Den können wir uns holen. So, wir müssen unsere Kanonen richten. Oh, oh, oh. Oh, die Torpedos kommen. Die haben wir nochmal gut ausgewichen. So. Ich mache ihm ziemlich gut Schaden da vorne. Einer ist auch nochmal 10 Kilometer weg. Einer wurde jetzt zerstört. Wir müssen den Phönix holen, den Phönix. Jetzt muss ich wieder meine Kanonen richten. Ich könnte es mal versuchen. Ich versuch's mal hier. Komm, ich versuch's mal. Auf gut Glück. Vielleicht kommen die an. Oh. Schade, der war echt knapp. Der war echt knapp. Aber das macht Bock, so langsam reinzukommen, wie man hier zielen muss und alles. Schießt du auf den Phönix? Der hat gerade auf mich geschossen. Ja, ich versuche auf den zu schießen, aber der ist jetzt hinterm Berg verschwunden. Ja, scheiße. Aber auch an sich sonst, die Game-Mechanik ist sehr, sehr geil. Also lässt sich alles gut steuern, gut kontrollierbar. Natürlich muss man reinkommen, wie auch bei jedem Spiel, Leute. Ist völlig normal. Aber wo ist jetzt der Phönix denn? Ist der weg? Der ist immer, ich glaube, nee. Ich sehe den weg, nicht mehr. Oder? Ich sehe den auch nicht mehr. Okay. Aber da hinten ist noch eins. Doch, da ist er wieder. Da hinten ist er wieder aufgetaucht. Wow, der ist ja, hat sich ja aus dem Staub gemacht. Ja, weil der merkt, wir sind so viele und gegen uns hat er keine Chance, wenn wir so viele sind. Ja, Leute, ich versuch's jetzt mal, indem ich hier hinschieße. Der könnte diesmal kommen. Ich hab's im Gefühl, dass der kommen wird. Guckt euch diese Schüsse jetzt an. Wenn der kommt, ich fress einen Besen. Ja, der ist gekommen. 830er Schaden. Boah, was ein Schuss, Leute. Was ein Schuss. Aber die Gegner haben A und C, das ist gar nicht gut. Ja, wir sollten mal zu C rübergehen, oder? Ja, ich versuche auch zu C rüberzugehen. Und mein Schiff ist nicht das Schnellste. Denn natürlich muss man auch gucken, was für eine Klasse man nimmt. Man kann das auch das Ganze natürlich mit L1 aus der Überblickskamera betrachten. Hat man ein bisschen mehr Überblick. Oh, oh, da kommt einer 3 Kilometer. Wo kommt der denn her? Lol. Ich weiß auch nicht, wo der herkam. Meine Kanönen müssen sich richten. Richten, richten, richten. Deine Kanönen? 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 Jawohl, hab ihn getroffen. Ah, zu hoch. Komm, hilf mir mal. Den müssen wir holen. Der kam ja aus dem Nichts hier. Oh komm, nein. Ich brenne. Mach den Feuerlöscher an. Ja, komm. Meine Kanonen dreht sich schon immer schneller, bitte. Komm, 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 komm. 10 Sekunden brauchen. 6, 7, 5, 4. Ist das jetzt ein Gegnerschiff oder wer ist das hier, der gerade von mir vorbeifährt? So, 1, 0 und jetzt boom. Jawohl, jawohl. Hab ihn getroffen, aber das nimmt ihm nicht viel Leben weg. Boah, die Kanonen brauchen echt lange, bis die... Versuch mal jetzt hier die Waffen zu nehmen. Vielleicht helfen die ja besser, den Platz zu machen. 24 Sekunden. Mann, der hat mich, der hat mich. Ich brenne. Feueralarm. Ich mach nochmal ein Medikit hier. Komm, komm, komm. Dreh dich doch mal schneller. Mann, ich kann die ersten 10 Sekunden wieder verwenden, ey. Wir sollten jetzt mal stehen bleiben, Leute. So. Und jetzt von der Seite. Komm. Kanonen, dreht euch. Dreht euch. Torpedos auf Steuerbord. Torpedos auf Steuerbord. Nein. Und jetzt. Problem gelöst. Torpedos auf Steuerbord. Nein,
Also, man muss natürlich herausfinden, welche Drehwendungen die Schiffe haben. Also, wie die sich drehen, nach wie viel Zeit und sowas. Mein Schiff ist jetzt nicht das Optimalste, was die Kanonen schnell dreht. Das ist also ein bisschen das Problem. Nein. Und eine Kanone kann ich abballern. Jawohl, da kommen sie alle rausgeschossen. So muss das sein. Der ist gleich weg vom Fenster. Komm. 20, 19. Wir müssen noch mal so lange nachladen, die Kanonen. Ja, ich hab ihn geholt. Perfekt. So, wir sehen den Kongo, der ist da ganz hin. Boah, 7 Sekunden. Leute, soll ich mich mal trauen? Ich wage es einfach mal. Komm, komplett hier nach links. 7 Sekunden braucht er, bis er da ist, okay? So, wir schießen hier hin. Der ankommt, ne? Ah, ne, das war viel zu weit rechts. Schade. Aber so weit war es gar nicht nach rechts. Es war in Ordnung. Okay, warte mal, jetzt 5 Sekunden. Rein theoretisch müsste der Schuss jetzt ankommen. Komm schon. Komm. Ja, oh, ne, was? Hat er nicht gesessen? Das kann doch nicht wahr sein. 2 Schiffe sind noch am Start. Wir drehen jetzt das Schiff. Das Blöde ist bei meinem Schiff, dass sich das ein bisschen langsamer drehen lässt. So, okay. So die Höhe. Sollte passen. Komm. Jawohl, wir haben getroffen. Jawohl. Sehr gut. Wir zielen schon mal drauf und... Arrivederci, let's go. Guck mal, der wird jetzt so reinknallen. Bam, bam. Das Gefecht ist vorbei. Wir haben gewonnen, Alter. Let's go, Alter. Geile Runde, ey. Ja, Freunde, und damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das Spiel lässt sich auf jeden Fall geil steuern. Gute Grafik. Und ihr könnt sehen, es gibt hier die verschiedensten Schiffe, auch Nationen, wie ihr sehen könnt. Es gibt hier Amerika, Großbritannien. Also verschiedenste Möglichkeiten. Ihr könnt, wie gesagt, auch euer Schiff aufbessern. Ihr könnt neue Kommandanten kaufen. Also es gibt so viele Sachen, auf die man hier achten kann. Ich kenne mich natürlich noch nicht mit allen aus, denn es sind einfach zu viele Sachen. Da braucht man auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Aber ihr könnt natürlich auch hier Container öffnen. Da kriegt ihr dann auch Sachen drin. Die kriegt ihr dann, nachdem ihr immer mehr und mehr gespielt habt und sowas. Und da öffnet ihr das einfach und könnt sehen, Kreditpunkte habt ihr drin. Ihr habt Dublonen drin, wovon ihr euch dann neue Sachen holen könnt. Also wie gesagt, ihr könnt euch auch hier Sachen freischalten und verbessern, ohne Geld in dieses Spiel zu investieren. Und ja, ladet euch, wie gesagt, kostenlos runter in der Videobeschreibung, Leute. Denkt dran, ersten Link zu verwenden. Damit supportet ihr mich. Würde mich mega freuen, wenn ihr es einfach mal testen würdet. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es ja wieder deinstallieren. Aber ladet es euch mal runter. Damit supportet ihr mich auch, Leute. Und ich würde sagen, ich bin raus, Leute. Danke fürs Zuschauen. Danke an Wargaming für die Kooperation. Ich verabschiede mich. Haut rein und ciao.